Moin Freunde und herzlich willkommen, der Shovel ist da, alles klar und wir spielen heute wieder Minecraft Galaxy und heute habe ich den Chris von Pizmeet dabei. Hallo Shovel. Servus Chris von Pizmeet. So. Wir werden uns jetzt erstmal finden müssen. Genau, ich komme eben auf den Server und es ist Tag, das ist wunderschön. Ich mache kurz meinen Shader noch an und dann geht's los. Ich denke mal, einige haben gefragt, was das für ein Texture Pack ist. Also bloß kurz gesagt, das ist das Sortex. Texture Pack, also normalerweise ist ja immer nur Sfax oder so für die ganzen Modpacks überhaupt erst zusammengestellt. Aber diesmal habe ich sogar mal ein anderes gefunden, weil mir das Sfax so langsam echt auf den Sack geht. Ja, ich benutze auch das Sortex Technic ATBT. Ja? Ja, sehr geil. Das hatte ich irgendwann schon mal gesagt, aber dann fragte man nach den Shadern, die ich benutze. Das ist der Ruduplace Shader. Okay. Ich benutze die Version Test-Shader. Wisst ihr Bescheid? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wer das gemacht hat. Das ist eigentlich auch egal. Er sieht geil aus und das ist das Wichtigste. So, auf jeden Fall, wir haben auch einen kleinen groben Plan, den wir machen. Den genau, wir ich habe mir überlegt, ich werde dieses Dorf hier verlassen. Denn, genau, ich mache mit. Je nachdem. Oh, oh, fuck. Creeper! Aua. Oh, der hat mir schon richtig hart den Arsch geblasen. denn wenn man mit anderen Leuten aufnimmt, ist es irgendwie extrem scheiße, weit weg von der Base zu sein. Ja. Ich habe auch mal den Regen ausgestellt, denn der Sound davon geht mir tierisch auf die Nüsse. Genau, der ist dann gleich noch 500 Dezibel lauter als ja, genau. Die Umgebungsgeräusche. Und irgendwie bei Minecraft 1.6.4, was wir hier benutzen, kann man irgendwie den Sound davon noch nicht einzeln einstellen. Deswegen habe ich ihn einfach ausgemacht. So, wir haben jetzt immer schönes Wetter. Oh. Oh, ich raste gerade richtig aus. Alter, what the fuck? Da muss ich hin und. Ach, ich bin ein Skelett. Da, irgendwo werden wir was bauen. So. Hast du denn irgendwie einen Plan? Also, wie weit willst du denn ungefähr weg von der Base? Ich habe keine Ahnung. Erstmal muss ich da wieder hinkommen. Wir sind nach Osten gerannt und zwar ziemlich weit. Aber es heißt weit, also so weit nicht, aber. So, ich müsste eigentlich mal was zu essen finden. Ja, such dir mal was. Und. Also wir haben jetzt als grobes Ziel erstmal, dass wir irgendwie uns jetzt irgendwo niederlassen. Also ich will jetzt nicht hier unbedingt bei der Bude da bleiben. Hm. Ich will jetzt vor allen Dingen gucken, dass wir so schnell wie möglich ein... Oh, das ist das... LOL! Das ist ein Enderdrachen. Guck mal. Und dem gefällt die Wand. Da ist aber schön tief. Alter, what? Wenn ich jetzt einen Bogen hätte, könnte ich die Fledermaus da wegmachen. Könnte ich mich auch in eine Fledermaus verwandeln und fliegen. Das geht übrigens neben der Taste mit, neben der Fragezeichen-Taste, also hier dieses... genau, da kann man sich morphen. Das da, ne? Kann man sich morphen. Hier ist gerade ein Enderdrachen, ich weiß gerade nicht, was ich davon halten soll. Der ist wahrscheinlich von irgendeinem anderen Spieler, also den solltest du nicht wegnehmen oder kaputt machen oder so, dann flippt man nämlich in ihr Skype-Konfi wieder komplett aus. Ich könnte den töten, soll ich den töten? Weil letztens habe ich gesehen, hat sich in dieser Skype-Gruppe, hat wohl irgendwer seine Eierdrachen verloren, verlegt, geklaut worden, keine Ahnung. Und hat sich darüber ziemlich darüber aufgeregt. Ich weiß gar nicht, wer es war. Es gibt doch hier kein Namensschild für die Viecher. Also, ganz ehrlich, wie kann man denn bitte festlegen in der scheiß Minecraft-Welt? Weil soll ich wissen, ob dem jemand gehört, weißt doch, du? Doch, es gibt, also bei Hexen, ach, da ist der Drache. Hi! Ja, doch, hier, es gibt Namensschilder. Bei Hexit gab es zumindest welche. Da gibt es Namensschilder. Ja, aber hier gibt es kein Namensschild. Guck mal, der hat kein Namensschild. Was hält mich davon ab, den zu töten, weißt du? Gut, okay, der wird vielleicht richtig aggressiv und tötet mich mit einem Biss oder so. Hallo, der hat 60 HP. Also ich benutze momentan halt auch nur noch mein Eisenschwert, damit es irgendwann mal kaputt geht und ich mein Diamantschwert benutzen kann. Aber. Okay. Na gut, 60 HP. Was ist nicht... Hast du irgendwie Essen? Ja, hier kannst du Hühnchen haben. Jo, geil. Da, Chicken Wings. Hast du hier schon so eine Grube ausgehoben? Nee, ich war hier gar nicht. Ach so. Ich habe bisher bloß in der Höhle ein bisschen Zeug gesammelt. Ich habe irgendwie Bock, den jetzt zu töten. Soll ich den töten? Warte mal. Ach, da oben ist ein Schild. Warte. Ich wollte gerade sagen, also der ist 100 pro von irgendeinem Spieler und der wird ganz traurig sein. Tim wohnt hier. Wer ist denn Tim? Ach, hier, Minecraft Expert wahrscheinlich. Genau. Also und Tim, du hast aber an deinem Vieh kein Namensschild. Irgendwie. Das reißt mich. Ohne Spaß, weil ich kann mich ja dann in den Enderdrachen morphen. Wie geil wäre das denn? Das hätte doch Stil. Alles klar, oder? Du hast vollkommen recht. Ja.
Weil ich da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich will den ja doch nicht einfach so töten. Ich will den doch töten, weil ich dann fliegen kann und ich bin ein... Ja, dann könntest du auch eine Fledermaus töten. Ja, aber ich will doch ein Enderdrachen sein und nicht so eine scheiß Fledermaus machen. Das hätte doch voll Stil. Sagen wir einfach mal so, ich habe nichts gesehen und nichts gehört. Ja, was sagst du denn? Komm, ich brauche noch irgendwie eine zweite Stimme. Also ich mache den nicht kaputt. Ja, du nicht, aber sollte ich den kaputt machen? Das musst du ja selber wissen. Mann. Ich werde so ein bisschen auslotsen, wo wir uns denn mal niederlassen, denn mein Essen geht ja langsam zur Neige und ich muss mal meinen Stimmt, Ofen wir können uns ja hier so. Oh, hier ist ein schöner Wald. Der sieht wirklich sehr geil aus. Ja, aus der also ich überlege mir gerade. Das noch. Wir werden jetzt wahrscheinlich sowieso hintereinander ein paar Folgen aufnehmen. Also ich werde wahrscheinlich zwischendurch mal irgendwie schnell auf Twitter oder so fragen, ob ich einen Drachen töten soll. Vielleicht wissen einige Leute, was da in den anderen Folgen passiert ist. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Da hinten ist das Spawnerhaus. Wollen wir in den Wald hier gehen? Bin allein im Wald. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, so weit nach Osten will ich dann wieder doch nicht. Also irgendwo hier können wir uns ja mal... Guck mal. Guck mal her. Also im Endeffekt ist es ja nämlich auch scheißegal, wo wir uns niederlassen. Was Guck mal da, den Baum da oben. Guck mal, die Blätter. Was ist das denn? Welcher? Hier der? Ja, diese... Das sind violette roten, Blätter. Ja, die violetten Blätter. Was machen die da oben? Ich weiß nicht. Gibt da halt auch violette Bäume, wa? Boah. Ich frage mich eher, warum das Schaf hier kein Gesicht hat. Achso, du hast jetzt gleich... Ja, stimmt. Ah, nee, da hat eine Brille auf oder so. Ja, ja. Die Oculus Rift, die weiße Version. Für Schafe. Hammer geil. Ja, vielleicht werden Tiere dann glücklicher und geben bessere Milch oder so. Bessere Schafe mit mich, der Oculus. Hallo, Schafe geben Milch. So wie Hunde. Ja, klar. Das ist Mark Zuckerbergs neue Strategie mit der Oculus. Werden jetzt auch an Schafe verkauft. Warte mal, ich eier ja bloß so rum wie so ein Spasti. Ich soll mir auf jeden Fall mal was. Ich werde das jetzt hier so ein bisschen roden und dann Holz abbauen. Ist hier der Timmermann so drin? Das werde ich jetzt eben mal austesten. So eine Riesenhütte möchte ich sowieso nicht bauen, hast du ja auch gesagt. Bist du auch eher so der aus dem Loch kommt? Ja, genau. Ich komme aus dem Loch, ich baue mir ein Loch. Genau. Das ist meine Welt. Nee, also das Ding ist ja, ich habe jetzt zum Beispiel in den letzten Projekten, also habe ich immer irgendwie dann angefangen, Haus zu bauen, was total sinnlos war. Und von daher dachte ich mir diesmal, nee. Also ich will vor allen Dingen viel vorankommen. Was ich natürlich jetzt gerade mit dieser Folge hier absolut gegenteilig beweise. Ja, aber wir haben uns zumindest schon mal ein bisschen informiert. Also genau. Wir brauchen also wahrscheinlich eine Menge Aluminium und irgendwie Kupfer und Eisen und... Ich habe nebenbei auch gerade im Fenster irgendwie 5 Milliarden Rezepte offen für diese blöde Startrampe. Für diese blöde Startrampe braucht man irgendwie erstmal 500, weiß ich nicht, Gerätschaften. 1000 Millionen. Genau, 1000 Millionen Milliarden Gerätschaften, um sich da irgendeinen Scheiß dann im Endeffekt herzustellen. Ja, oh, ich habe Stonehenge gefunden, cool. So, wir machen Ich glaube, da war ich auch schon. Okay, hier wird, da kommt meine Wand hin, das heißt, hier kann ich schon mal den Ofen hinstellen. Die Gravel so, Ofen. Es wird wieder, wird es ernsthaft schon wieder dunkel? Oh Mann. Ja, deswegen, also könnte ich schnell ein Haus bauen. Aber, und dann... wir können uns doch jetzt einfach ins Bett legen, guck mal. Ja, aber wir haben ja gar kein Haus, also. So, egal, ich lege mich jetzt hier einfach mitten auf der Wiese ins Bett. Ja, aber dann hast du Albträume. Ja, das ist mir doch egal, ich will, dass die da vorbeigehen, bitte. Ja, okay, dann, gehe ich in mein Loch. What the fuck? Oh, ich schrie, was? No! Fuck you! Alter, ich komme nicht aus dem Bett raus. Wahrscheinlich, weil ich diese scheiß Seilchen nehme. Oh, was ist das? Bist du im Bett? Sag mal bitte, wenn du im Bett bist. So, jetzt bin ich im Bett. Ein schöner Sonnenuntergang. Das ist die ganze Zeit irgendwie... wahrscheinlich... Ja, jetzt bin ich schlafen. Der linkt auf irgendeine Website, ist ja scheiße. So, sehr schön! Nur noch, ich muss noch gucken. Ups! Dass ich ganz schnell... was esse. So, und wir können ja über irgendein richtig wunderbares Thema reden, nach 10 Minuten. ja, am Wochenende war der VIP-Videopreis. Genau. Wie fandest du es denn?
Also ich kann jetzt schlecht mit dem vorherigen Jahr vergleichen. Also ich habe da, glaube ich, mal für eine Minute in den Livestream geguckt und dann ist bei mir, glaube ich, das Internet abgeschmiert oder so irgendwas los. Also ich habe jetzt keinen Vergleich, aber... Ja gut, aber so dein Ersteindruck halt. Mein Ersteindruck, also ich hätte ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet. Also auch von der Veranstaltung her, weil ich sag mal, wenn man sich schon irgendwie als, es ist halt so hingestellt worden, ja, die Oscars vom Webvideo, da dachte ich, okay, gut, Ja, ich weiß, was du das ist ja meinst. jetzt hier die Bombenveranstaltung und ich meine, an sich ist es cool, dass überhaupt sowas gemacht wird. Ich meine, das muss man ja auch mal Darfst ruhig sagen, ne? sagen, wenn du es scheiße Nee, nee, also erstmal ziehe ich das Positive auf, weil fandest, dann komme ich zum Negativen. Also ist ja schon erstmal cool, dass überhaupt sowas gemacht wurde und dass sich jemand so eine Veranstaltung überhaupt, ja gut, was heißt ausdenkt, also steckt ja auch noch ein bisschen mehr dahinter. ja, genau. Und an sich ist es eine coole Idee, aber ich finde von der Umsetzung her war es jetzt nicht wirklich geil. Also Ja, die lernen das, wohl noch ein bisschen, also. ja, ich weiß gar nicht, wie viele Mal das jetzt ist, das zweite, dritte Mal, keine Ahnung. Auf jeden Es war Fall, schon öfter. Also, ja, letztes Jahr war es auf ja. jeden Fall. Vorher war es eher so im, Ich sag ich mal, glaube kleinen 2012. Kreis. Ja, war es auch schon. Also klar, muss sich natürlich erstmal über die Jahre entwickeln. Was ich grundsätzlich schon immer scheiße fand, war das Voting-System. Das finde ich ist totale Grütze, Ja, es weil ist auch so so. undurchsichtig. Ja, ich meine, hat ja dieses Jahr eigentlich bestens gezeigt, da können wir ja gleich drauf kommen. Weil ich denke mal, Echt? alle wissen schon ungefähr, wer da so am meisten abgeräumt hat. Ja, das hängt ja nun mal auch mit dem scheiß Voting-System zusammen. Also an sich von der Veranstaltung her war es geil. Ich meine, Joko und Klaas haben das ja moderiert, ne? Und das ist ja jetzt auch eine Da haben bei gewisse uns einige Hausnummer. geschrieben, die hätten das irgendwie so diese Karlauer jetzt nicht so geil gefunden. Ich muss sagen, ich fand, wie die beiden das gemacht haben, eigentlich ganz witzig. Also. Zumindest haben sie auch gesagt, dass sie überhaupt keine Ahnung, also keine Ahnung von dem Kram da haben, der da teilweise vorgestellt wird. Das fand ich eigentlich Shit. Ist man, wenn man tot ist, ganz gut. tot? Also, wenn man verhungert, ist man dann tot? Das muss ich ganz schnell wissen. Ja, komm noch zu mir, dann Weiß ich, kriegst du kann was zu höchstens essen. versuchen. Ja, warte, ich kann mir ganz schnell eine Pilze übermachen. Ja, eben. Fuck, 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 fuck. Bin auch so doof. Ich weiß nicht, ob man hier auf schwer spielt und dann auch wirklich stirbt, ehrlich gesagt. Ja, das Problem ist, ich finde hier gerade Milliarden Pilzsorten. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt am Texture Pack liegt und ob das nur zwei Sorten sind, die ich hier durchgängig finde oder ob es wirklich so viele gibt. Ja, egal, ich sammle jetzt einfach. Also, ich bin gerade so ein bisschen auf Nahrungssuche, weil sonst bringt das hier nicht viel, wenn ich hier irgendwie anfange, farmen zu gehen und ich habe kein Essen. Ich fand die Moderation auch nicht schlecht, aber man hat halt schon gemerkt, dass sie jetzt nicht wirklich so einen Plan davon hatten. Die waren halt gebucht, ne? Also Ja, die klar. haben sie halt für die Veranstaltung gebucht. Es war aber okay. Was ich ein bisschen komisch fand, ist, dass halt null Spannung aufgebaut wurde bei den ganzen Kategorien. Es Ja, wurde das halt immer direkt stimmt. gesagt, bumm, ja, der hat gewonnen. So. Und da dachte man jetzt auch so, okay, die gehen jetzt nochmal so ihre eigenen, was sie so jetzt gerade gesehen haben, so durch und sagen so, ja, das war ja ganz cool, aber gewonnen hat, zack. Also hat mir so ein bisschen gefehlt. Dann waren, gut, okay, die Kategorien, kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Ich wusste selber eigentlich fast gar nicht Bescheid, Ich fand die wer nominiert war. Videoqualität bei manchen Kategorien echt Ja, gut. wo ich ja am meisten erstaunt war, war über die Kategorie Action, das weiß ich noch. Da hat so gut wie keiner geklatscht, weil die keine Sau kannte. Aber das waren diese Action-Sport-Videos, ne? Also wo man, Da war also ich auf die Toilette, Stunts. glaube ich. Ja, ich war beim Watch Dogs, bei der Watch Dogs Dings, da war ich auf Toilette, da habe ich mich so geärgert. Also das Coolste war anscheinend Okay. dieses, da war Watch Dogs da und die haben dann irgendwie live, oh Scheiße, Mann, ich bin gleich tot. Da haben die irgendwie live so Stunts vorgespielt und das war wohl richtig cool und genau das habe ich verpasst. Ja, ich habe am Ja. Anfang gedacht, als es losging, so, boah, nee, komm, Leute, nicht im Ja. Ernst. Und dann ist es aber doch zum Glück cool, eher cool geworden als peinlich. Deswegen Ja. war es im Endeffekt gar nicht schlecht. Scheiße, ich will was zu essen. Warte mal, ich probiere einfach jetzt irgendwas zusammenzuschmeißen. Flat Mushroom, komm, das muss ja gehen. Nee, okay, das bringt gar nichts. Also ich habe jetzt 16 normal. Also hast du irgendwie Fliegenpilze oder so? Und dann könnte ich mir ganz Nee, viele Pilze habe Pilze ich gar machen. nicht. Oh Muss mich auch Mann. gleich wieder um Essen kümmern, weil. Ja, das ist voll nervig irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob das in der 1.6er schon so ist, dass man so schnell hungert, aber es ist sehr, sehr nervig. Auf jeden Fall, was war noch? Ja, sowieso ging es ja dann größtenteils um Kollega. Der hat Das ja da Digga stimmt. abgeräumt mit seinen drei Videos. Finde ich ehrlich gesagt zu Recht, weil das Voting-System einfach auch dementsprechend scheiße ist. Also, ich meine, er hat in Newbie gewonnen.
Das sind ja neue ja. Kanäle und ich Ja, aber finde, da hat er ja auch erst letztes Jahr angefangen, also zum letzten richtig, Videopreis also war es ja noch nicht und dabei. er hat seit Oktober irgendwie jetzt 600.000 Abonnenten, finde ich auf jeden Fall mehr als gerechtfertigt, dass er das gewonnen hat. Das Video war kacke. Also, das Video war echt scheiße, wo die das abgespielt haben. Und dann sitzt er Du halt an meinst seinem Ding. das Armageddon-Video oder du meinst. Ach so, nee, du meinst Nee, sozusagen dieses diesen Kanal-Trailer. Ansagevideo. Ja, der war ja, also das wirklich als eingereicht. Gut, okay, also ich glaube, er hat das selber gar nicht eingereicht. Aber das jetzt halt Nee, als das Video hat war ja jetzt nicht keiner. so geil. Aber von der Kategorie hat es halt gestimmt. Also er hat die Kategorie eigentlich verdient gewonnen. So. Und dann hat er mit einem Armageddon-Video, glaube ich, zwei Kategorien gewonnen. Einmal Epic und ich glaube, irgendwas anderes noch, keine Ahnung. AAA oder so, kann das sein? AAA, Ja, ja, das AAA. kann sein. Scheiße, ich bin so am. Okay, ich komme jetzt einfach mal zu dir. Wo bist du? Da, wo wir uns ungefähr getrennt haben, wo du sagtest, guck mal da oben, die lila Blätter. Cool. Dann komme ich jetzt da zurück. Und da hat er halt auch abgeräumt. Und ich finde es, also ich sag mal so, das Video hat schon gute Qualität. Ne? Und ich glaube, er hat sogar den YouTube, die YouTube-Erlöse hat er gespendet, was ich auch eine sehr coole Aktion finde, weil es gibt so gut wie keinen, der irgendwie in Deutschland sowas jemals gemacht hat oder machen würde. Von da auch ein. Finde ich verdienter Preis, aber ich sag mal so, als er dann beim dritten Mal ausgebuht wurde, habe ich mich schon so ein bisschen geschämt für die, also ich hätte an einen Kollegen da ernsthaft gesagt, dass ich jetzt irgendwie gehe und keinen Bock mehr habe. Aber was kann er dafür, wenn er die scheiß Preise gewinnt, ja? Ja, Also, dass die er da Videos ja auch erstmal. nicht unbedingt eingereicht. Also zumindest unsere Videos haben wir nicht Ja. selber eingereicht. Ja, von mir waren da ja auch, ich habe ja, ich fand ja das Voting-System Ich auch nicht glaube, es wirklich geil, galt im deswegen. Endeffekt eher so ein bisschen der Aktion, die da sein, sagen wir mal, sein Sohn da gebracht hat, was Ja. auch irgendwie witzig war, weil er Ja. selbst hat ja im Endeffekt nichts gemacht. Genau, ich meine, er, also für alle die es noch nicht mitbekommen haben, Kollege war beim Videopreis, ne? Und hat er erstmal auch fünf seiner Schränke da irgendwie, seiner Bodyguards da irgendwie mit auf die Bühne genommen. Und hat er irgendwie dann gesagt, ich widme diesen Preis meinem Sohn. So, und der Sohn war in dem. Oh, du hast hier schon was gebaut, cool. Ich habe heute noch gar nichts geschafft. Ich renne nur wie so ein Spast hin und her und ach Gott. Zieh mal weiter. Und. Dann ist dann Schniesen auf die Bühne gekommen. Und Schniesen ist ja wie Kollege auch bei Selfmade, ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob das ein Selfmade-Deal war oder was da jetzt die genauen Hintergründe ist. Ist auch eigentlich auch völlig egal. Im Endeffekt hat er dann seine Hose runtergelassen vor 1000, vor 1100, 1200 Leuten oder Wobei ich so. das eigentlich noch ganz witzig fand. Scheiße Ich fand ich halt, fand. dass er hingegangen ist und da unbedingt seine Gläser auf den Boden zerdeppern musste. Also. Ich meine, im Endeffekt war es ja nicht Kollege, ne? Genau. Also. Schon mal erstens das. Und wenn ich mal ganz ehrlich bin, was in den Kategorien zum Teil für Videos waren, ne? Also ich will da jetzt auch keine YouTube-Usernamen nennen, aber Pizmi wenn zum da schon Beispiel. im, ja, PeetzMe zum Beispiel, ne? Ob es jetzt nur irgendwie Ja, also ein ich habe zu Penis auf der Bühne Peter. ist oder ob man nur jetzt in einem Video 50 Milliarden Mal hintereinander Penis oder was weiß ich, irgendwie im Titel schon, ja, der größte Penis und dann ist es irgend so ein Scheißspiel. Das macht für mich irgendwie keinen Unterschied und ich finde es immer lächerlich, wenn sich die Leute dann irgendwie hinstellen und sagen, ja, also die Aktion mit dem Penis, die fand ich ja gar nicht gut und irgendwie dann morgen ein Video raushauen, wo sie dann irgendwie 10 Mal hintereinander, ja, Penis, Pimmel. Weißt du, das ist so, Ja, finde das ich ist so sowieso nicht unser Stil. lächerlich. Und das waren komischerweise nicht mal so wenig Leute, weißt du, weil ich habe dann auch auf der Timeline bei, das gab es ja so einen offiziellen Hashtag, so Hashtag WVP BVP14. 14, genau. Genau, und da habe ich so geguckt, so, was da abging, so, ja, Kollege, voll Kacke. Also, erstens, er kann nichts dafür, dass er die scheiß drei Preise gewonnen hat. Ich hätte es ihm gegönnt, ganz ehrlich, weil er war Newbie und sein Video Armageddon war von der Qualität her. Ne, also, ich bin jetzt kein Kollege-Hörer und ich höre auch sonst Nee, irgendwie ich höre nicht den Stil der so Musik den auch nicht, Stil. aber. Aber es war ein Video mit guter Qualität. Und ich meine, er ist YouTuber, weil er hat einen scheiß YouTube-Kanal. Und wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, ja, aber der schneidet doch deine Videos nicht selber, dann guckt doch mal eure, oder guckt mal aus Deutschland irgendwelche großen YouTuber an und zählt mal, oder guckt mal genau dahin, wer da die Videos schneidet, ne? Wir Also, schneiden noch selbst. Und ja, apropos ich. schneiden, Wir hören an dieser Stelle auf. wir Ey, ich hab hören gar an nichts dieser Stelle geschafft, auf. Alter. Wir Du haben hast ganz einfach viel nur geredet. erzählt und Genau. damit machen wir morgen weiter, wenn wir, ne, beziehungsweise bei mir übermorgen, wenn Ich, wir ich, weiter über ich. den. Hast du was dagegen, wenn ich bei dir einziehe oder so? Weil ich so, ich glaube, ich würde sonst Nee, keinen nee, einzigen nee. Stein setzen. Okay, cool. Also Also, ich wohne jetzt mit Chris in der machen wir WG. morgen bei Shuffle, übermorgen machen wir bei mir weiter und quatschen noch ein Genau. bisschen über den Webvideopreis und bauen unser Haus. Vielen Dank fürs Genau, Zuschauen. sehr cool. Haut rein. Ja, hau da rein. Tschüss. Tschüss.